Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Mama-Mittwoch. Ihr fragt euch wahrscheinlich vorrangig, warum haben wir so einen Unterschied? Ich gehe gleich zu einer Taufe und Mama, die hat einen ganz normalen Alltagslook, einen schicken normalen Alltagslook. Ja, und ich fliege gleich. Genau, sie fliegt gleich eine Woche nach Bulgarien. Deswegen haben wir es noch ganz, ganz schnell für euch gemacht, dass wir noch einen Mama-Mittwoch abdrehen. Heute wird es um das Thema gehen, erstes Mal rasieren. Oh. Genau. Und dann habe ich noch eine kleine Sache. Und zwar will ich ja, dass die Themen von euch bestimmt werden. Aus diesem Grund habe ich euch 3 Kommentare unten hingeschrieben. Ihr könnt den Kommentar mit dem Thema, das euch am besten gefällt, hochranken mit einem Daumen nach oben. Und das, was dann am meisten Daumen hat, wird dann wahrscheinlich übernächste Woche als Thema folgen. Mittwochs, 13.30 Uhr bei Mama Mittwoch. Okay. Ist das cool? Ja, ist das sehr schön. Cool, ne? Denn es ist so krass, was für Rückmeldungen ihr hattet. Ich blende euch mal in einen der Kommentare ein. Das war wirklich nur einer der Kommentare, wo es um das erste Mal rasieren geht. Wie ihr seht, es sind super viele Daumen hoch, super viele Rückmeldungen. Und ich erstmal großes Lob an euch, dass ihr euch gegenseitig in den Kommentaren hilft. Das ist wirklich sehr, sehr schön zu sehen. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Nein. Aber es ist der Wahnsinn. Das muss ich dir mal zeigen. Okay. So viele Kommentare und auch unter den Kommentaren nochmal 20 Kommentare. Und ich finde es sehr, sehr schön, dass ihr euch gegenseitig helft. Ja. Und heute sind wir beim Thema Rasieren. Da würde ich mich auch wieder freuen, wenn unten eine rege Diskussion anfängt und ihr einfach gegenseitig so ein bisschen Hilfe sucht. Und ansonsten werden wir euch erstmal unsere Geschichten erzählen. Du kannst ja am besten erstmal anfangen. Wie hast du denn angefangen mit dem Rasieren? Oder? Das ist schon sehr lange her. Na, so lange auch nicht. Ja, klar, das ist, fängt immer an, wenn die ersten Haare da sind und beziehungsweise wenn man anfängt mit 14 oder so in dem Alter ungefähr, manchmal jetzt glaube ich ein bisschen früher, dass 14? Man anfängt. Ich habe mit 13, ja. 14 oder so, nicht okay. Früher. Und dann fängt man an, so halt Träger anzuziehen und so und dann man fängt an, klar, den Körper einfach zu betrachten, ja, und dann fängt an, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht. Ja, und dann, ich glaube, ich habe meine Mutter gefragt und dann habe ich angefangen, hat gesagt, ja, okay, dann hier, man rasiert so und das hat mir erklärt, wie man das macht, damit man sich nicht schneidet. Mhm. Und ja. Das, also hast du deine Mama gefragt und die ist dann mit dir sozusagen, oder hat dir was besorgt und hat sie gegeben? Nee, sie hat mir eine gegeben, sie hatte welche da, so, so ja, dabei. So Einwegrasierer. Einwegrasiert und dann, was früher so war, vor, keine Ahnung, 30 Jahren oder etwa. Nee, 20. und dann hat einfach gezeigt, so wie man das machen soll, am besten, damit es nicht wehtut. Mhm. Ja. Oder sich schneidet einfach. Ja. Also bei mir weiß ich gar nicht mehr, wie das war. Siehste, doch, ich soll eigentlich erzählen, schon. Nein. Wie es bei mir war vor ewiger Zeit und sie weiß noch nicht mehr. Nee, selbst. Ich weiß schon ein paar. Ich weiß nicht, wie alt ich halt war. Das ist das Ding. Ich habe keine Ahnung, wie alt ich war. Aber ich glaube schon, das war vor Brasilien auf jeden Fall. In Brasilien war ich mit 14 da, dann war es ja doch so früh. Und ich ja, weiß was auch, hast du gedacht, mit 17, 18 nee. Oder was? Nee, aber ich glaube, ich habe mit den Beinen angefangen. Das war so mein erstes wirklich? Ding. Ja, meine Beine, weil ich habe ja, ich meine, wir haben beide dunkle Haare, das sieht man relativ schnell und das ist mir, glaube ich, im Sportunterricht oder so mal aufgefallen. Ich glaube, das war im Sportunterricht, dass ich da gesehen habe, oh, meine Haare sind sehr dunkel und dann bin ich, glaube ich, zu dir gegangen. Und dann hast du gesagt, das war nämlich gar nicht so positiv. Was? Was hab ich ja, gesagt? Wo wir immer sind, meine Mama ist immer so offen, bla bla. Da beim Rasieren kann ich noch erinnern, hat sie gesagt, ja, aber bist du dir sicher, wenn du einmal anfängst, ja, dann stimmt, musst du ja. mal weitermachen. Und dann habe ich gesagt, nee Mama, ich will das. Das stimmt, und die weil hat, die Sache ist so, wenn man rasiert, die Haare, die das die ist die ein Mythos. Das ist kein Mythos, das stimmt. Okay, deine Erfahrung sagt das. Aber ja. Eigentlich ist ein Mythos. Nee, bei mir ist schon so. Guck mal, wenn du die erste Haare hast, die noch nicht rasiert, die sind total weich und total so fein. Und ja, so das stimmt fein schon. Und so. Und wenn du anfängst, dich zu rasieren, dann sind Stoppel und die sind hart. Das geht bei mir aber bis heute. Was? Bis heute mit denen. Ich habe keine wirklich Stoppel an den Beinen und so. Ja, aber gut, ich bin sowieso jemand, der nicht so viele Haare hat, aber ich finde, die Haarestruktur verändert sich durch den Rasieren, ja, das stimmt schon. Ja, man sieht halt, dass es rauswächst und gerade wenn man dunkle Haare hat, dann kann es schon ja. passieren, dass man dann eher ja, Stoppeln hat und dann muss man schon, nicht wenn man... Nicht nur das, und die Haarstruktur ist anders, die sind härter, die sind nicht so ja. wie die erste Haare, die du so oder so, wie Haare von den Haaren. Ja, wahrscheinlich nicht, ne? Nee, das was ist denn so. Eure Erfahrung, falls ihr euch schon rasiert? Also ist klar, Mama hat recht, wenn man einmal anfängt, sich zu rasieren, dann muss man halt immer weitermachen, beziehungsweise darf immer weitermachen. Man kann natürlich auch wieder aufhören, wenn es einem nicht gefällt. Oder zum Beispiel, ich glaube, dann habe ich mit den Achseln natürlich weitergemacht, beziehungsweise wegen Oberteilen, wie du sagst, das war irgendwie so ja. ein Sportunterricht, also muss jetzt auch nicht sein, dass da irgendwie Haare sind. Und was, also ich habe direkt so einen Venus-Rasierer bekommen, das jetzt
dann Rasierer, ne? Aber so ein mit auswechselbaren Klingen, das fand ich ganz angenehm. Dann habe ich, glaube ich, mit Rasierschaum oder Rasiergel hast du mir dann gezeigt, wie das geht. Damit es halt ein bisschen sanfter ist. Mittlerweile mache ich es einfach unter dem fließenden Wasser einfach. Ja, ich auch unter der Dusche. Aber das ist auch abhängig, wie viele Haare man hat. Ja, genau. Ich habe ja auch nicht so viel, also viele Haare. Ich habe keine viele auch. Aber das ist normal. Das ist nämlich so, dass wenn man dunkle Haare hat, ist zwar der Nachteil, dass man halt die schneller sieht, aber man hat weniger Haare als blonde Leute. Wirklich? Ja. Okay. Sie haben mehr Haare, aber sieht man dafür halt nicht so krass. Ja, ne? Und das muss man selbst entscheiden, welche Körperteile man rasieren möchte, wie fühlt man sich wohl oder nicht. Zum Beispiel, ich habe meine Oberschenkel nie rasiert. Aber das ist, wie gesagt, Arme. Nie. Ich habe gesehen, dass ganz, ganz viele Leute ihre Arme rasieren. Und ich muss ehrlich sagen, ich würde niemals auf die Idee kommen, passt auf mit den Armen, die zu rasieren. Also ich habe Glück, ich habe nicht erstens nicht viele Haare, zweitens fast mal alle meine Haare sind jetzt blond geworden, nachdem ich so lange in der Sonne war. Man sieht sie, siehst du das? Ja, ja. Sau viel blond. Ja, ich habe gar keine. Ja, du hast wirklich kaum bis gar nicht. Das ist der Wahnsinn. Aber, aber ich würde stoppeln an den Armen. Ja, stoppeln an den Armen werde ich auch nicht haben wollen. Das ist so, ich denke, man muss sich irgendwie selbst entscheiden, ein bisschen das Ganze so relativieren. Was ist normal und was ist Sachen, wo vielleicht ein bisschen zu Wohlbefinden ist. Ich meine, weil wenn man hier Haare hat oder so, ich meine, klar, manchmal hat man Haare, wo man nicht unbedingt haben möchte, so wie hier manchmal und so. Das muss man auch ein bisschen zupfen hier. Darf man, wenn man will. Wenn man will. Man kann auch zum Friseur gehen und die machen das auch manchmal ganz schön. Ich würde das nicht so, es gibt auch mit, wie sagt man, mit heißem Wachs. Ich habe das mal hier gemacht beim Damenbad so und dann, ich glaube, da muss man auch passen, weil wenn man mit dem Wachs das macht und man darf nicht in die Sonne oder so, sonst bleibt den Schatten immer so da. Und deswegen, dann muss man das gucken, wie man sich am besten wohlfühlt, ja, so. Aber am besten, erstmal klar, wenn man so jung ist, zu der Mutter gehen und sagen, okay, zeig mir mal, wie man das rasiert. Ich möchte zum Beispiel unter den Achseln rasiert werden, wie mache ich das, ja. Wie mache ich mit dem Bein, was kann ich benutzen, Gel, Schaum und so weiter. Und je eher, desto eher ihr älter wird, dann entscheidet ihr andere Methode oder entscheidet ihr selbst, was möchte ich auch noch weghaben. Ich meine, was mir so in den Intimbereich oder den Beine oder wie gesagt im Gesicht, so im Gesicht so das weg und das weg oder das kleiner machen. Ich meine, gibt es unendlich viele Varianten. Unendlich, aber ich habe wirklich noch nie gesehen, dass Leute sich hier rasieren. Doch, da habe ich schon einige gesehen. Okay, das habe ich noch nie gesehen. Ja. Und wenn ihr seht, auch die Männer rasieren sich überall langsam jetzt überall so. Deswegen, tut, was ihr wollt, lasst, was ihr lassen wollt. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass ihr euch vorher ein bisschen Gedanken macht, was will ich gerne rasieren, warum will ich es rasieren? Ich glaube, es ist ganz wichtig, den Grund zu wissen. Wollt ihr es machen, weil ihr gemobbt werdet? Wollt ihr es machen, weil ihr es wirklich wollt? Und dann einfach zur Mutter gehen und da gar keine Angst haben, dass ihr euch irgendwie verurteilt oder sonst was. Ich glaube, das ist auch viel einfacher als wegen den ersten Tagen und so weiter. Also das ist wirklich, und die kann dann mit euch zusammen in die Drogerie gehen, euch was zeigen oder ihr fragt vielleicht auch einfach Freundinnen, wenn die sich schon rasieren, was die benutzen. Ja, und es ist etwas Normales, dass man einfach auch an bestimmten Stellen nicht unbedingt Haare haben möchte. Genau. Aber ihr könnt natürlich auch überall die Haare dran lassen, wenn ihr wollt. Das ist wirklich euch überlassen und da muss euch irgendwie keiner verurteilen. Aber auf jeden Fall, die Rasierer, die gibt's, wie viel kostet mal Rasierer? Zwischen 8 und 12 Euro, wenn ihr so einen auswechselbaren haben wollt. Wenn nicht, einfach erstmal Einwegrasierer. Da gibt es also unendlich viele Varianten. Und man muss auch keine Angst zu haben, sich zu schneiden, weil die sind jetzt so gut gemacht und man muss sich immer, wie gesagt, ganz entspannt sein, dass es nicht, klar, wenn man richtig grob damit umgeht und so, kann schon passieren, dass ein bisschen Schnitt, aber erstmal, es tut nicht weh, vielleicht blutet ein bisschen. Aber es ist nicht so, dass man, keine Ahnung, so schreit vor Schmerz oder so. Klar, wenn man hinterher zum Beispiel Deo benutzt oder so, dann brennt. Aber das ist, wie Mama sagt, stimmt. Das mit dem Schneiden müsst ihr überhaupt gar keine Angst haben. Ja. Wenn ihr einfach auch mit Gel und so rasiert unter der Dusche, ist das alles Seife gar kein Problem. Ist, unter der Dusche mit Seife ist auch gut. Wir hoffen sehr, dass euch das Video gefallen hat und dass wir die meisten Fragen beantworten konnten. Stellt natürlich nochmal gerne explizite Fragen unten. Die könnt ihr natürlich gerne gegenseitig beantworten oder ich werde auch auf jeden Fall nochmal drüber gucken und das beantworten, was geht. Ich verlinke euch hier den letzten Mama-Mittwoch und da unten, geh mal kurz hoch mit dem Kopf.
da verlinke ich euch den Button zum Abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Video. Lasst gerne einen Like da oder abonniert den Kanal natürlich sehr gerne. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ja, tschüss.